Moin, hier ist Fischsommelier André Domke von der Sonneninsel Schmusedorf und heute machen wir Makrelenaufstrich. Dazu brauchen wir 150 Gramm Makrelenfilet, grätenfrei, ohne Haut. Bei dem einen haben wir jetzt nochmal die Haut drangelassen, um zu zeigen, wie die Makrele hauttechnisch aussieht. Der Rücken eine Tigeroptik, in Natura bläulich-grün. Der Bauch von der Makrele in Natura immer weiß und wenn er richtig geräuchert ist, ist er so goldig wie hier. 150 Gramm Frischkäse, eine Lauchzwiebel, Feigen-Sahne-Meerrettich für die Schärfe, Zitronenpfeffer und Meersalz. Und heute, ganz wichtig, ein Stabmixer. So, dann fangen wir mal an. Wie gesagt, bei der Einmakrele ziehen wir noch die Haut ab. Und wenn die richtig gut geräuchert ist, dann sieht das nachher so aus. So, den Frischkäse schon mal in einen etwas höheren Edelstahlbehälter. So, Runde 2. Dann die Makrele grob klein schneiden. Die Makrele selber ist ein Raubfisch. Ein sehr schmackhafter Fisch, wirklich vielseitig verwendbar zum Räuchern, zum Braten, Einlegen. Also wie auch immer, ist wirklich ein ganz toller Fisch. So. Mit rein in den Edelstahltopf. Zack. Die Frühlingszwiebel schön klein schneiden. Die gibt so ein bisschen Frische dem Ganzen. Eine angenehme leichte Schärfe. So. Interessant ist auch die Großfamilie der Makrelen. Dazu zählen auch die Thunfische. Ja, gleich wieder ein bisschen gelernt dabei. So, schön ist auch, dass es wirklich ein sehr, sehr einfaches Gericht ist. So. Jetzt nehmen wir 2 Löffel vom feigen Sahne-Meerrettich. Zitronenpfeffer. Und Meersalz. So. Jetzt kommt der Zauberstab. Und jetzt einfach alles schön. Wichtig ist, nicht voll durchmixen, immer nur so anmixen. So, dann zwischendurch nochmal gucken, dass sich nicht irgendwo was in der Ecke versteckt hat. Einmal kurz umrühren. Zack. Damit das Ganze zwischendurch einfach mal reingucken. Sie sehen schon, wir haben es schon fast geschafft. Sehr, sehr schnelles, kurzes Gericht. Also wenn Sie mal eine Familienfeier haben und Sie wollen mal eine Alternative zum Metthäppchen, Käsehäppchen, Salamihäppchen und dazu noch gesund, weil Fisch ist ja wirklich proteinreich, fettarm, ne? Können Sie sich bei jeder Feier, sind Sie da der Hingucker. So, das haben wir jetzt fertig. So, so sieht das Ganze aus. Ne? Nicht total fein, aber ruhig so ein bisschen leicht stückig. So, dann nehmen Sie sich die Brothäppchen, nehmen Sie sich hier so ein Holzzack und schmieren das einfach so drauf. Ne? Geht auch recht schnell, sieht auch ein bisschen rustikal aus. So, also jede Party, jeder Kino-Home-Abend ist da gerettet und wirklich mal was anderes, vor allen Dingen gesund. Ne? Also Sie kriegen hier wirklich eine Menge raus. Makrelen. Aufstrich vom Fischsommelier. Ahoi!